Datenschutz. Seit Jahren reden wir über Datenschutz und keiner hat es ernst genommen, aber jetzt wird es ernst, weil 20 Millionen Euro Strafe drohen. Nächstes Jahr im Mai wird die europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten und schon jetzt macht man sich Sorgen, aber macht man sich auch genug Sorgen? Darüber werden wir heute Abend bei den Digital Business Trends im Haus der Musik diskutieren, der gemeinsamen Eventreihe von Austria Presseagentur und Styria Digital One. Die Datenschutzgrundverordnung bringt aus meiner Sicht drei ganz wesentliche Änderungen. Zum ersten eine neue Selbstverantwortung von Unternehmen. Wir müssen Verzeichnisse führen, wir müssen eine Folgenabschätzung machen. Zum zweiten, die Rechte der Betroffenen werden gestärkt, ein Löschrecht, ein Auskunftsrecht. Und zum dritten, der Sicherheitsbereich. Es kommen auf Unternehmen neue Pflichten zu für den Fall eines Datenvorfalles, eines Hacking-Angriffes etc. Die Modernisierung der Rechtslage, denke ich, wird für Unternehmen zu einer Selbstermächtigung im Thema führen. Man muss sich mit der Frage einfach beschäftigen, auch unter dem Eindruck der hohen Strafdrohungen. Man wird die präventive Schiene viel mehr bedenken und zusätzlich, das ist ein angenehmer Nebeneffekt, werden Altlasten bereinigt. Durch die Veränderung der Rechtslage wird es strengere und deutlich detailliertere Vorgaben im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten geben. Damit Unternehmen dies als Chance nutzen können, ist rechtliches, technisches und prozedurales Know-how erforderlich. Wenn österreichische Unternehmen Kundendaten weiterhin verwenden wollen und mit der Digitalisierung noch weiter verwenden wollen, müssen sie sie äußerst sorgsam behandeln. Das bedeutet nicht nur, dass man sie gesetzmäßig behandelt, sondern dass man alle internationalen Standards einhält und äußerst transparent den Kunden darüber aufklärt. Die neue Verordnung bietet den Unternehmen nicht nur eine große Komplexität an Aufgaben, sondern stellt nach meinem Dafürhalten auch eine große Chance dar, mit dem Gold der Zukunft auch Kapital zu machen. Neue, sehr erfolgreiche Unternehmen basieren mit ihrem Erfolg genau darauf, dass die Daten professionell gemanagt sind, dass man genau weiß, wer was, wann, wo, wie, also die Elemente der Verordnung, entsprechend umgesetzt werden. Viele Unternehmen sind noch verunsichert, wie sie die Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung bestmöglich umsetzen sollen. Fest steht, Verantwortliche müssen sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen. Und Datenschutz ist nicht nur ein IT-Thema. Um sich auf die neue Rechtslage vorzubereiten, ist es im ersten Schritt einmal wichtig, herauszufinden, wo das Unternehmen steht hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit. Das heißt, man muss einmal evaluieren, wo es Handlungsbedarf gibt und dann für diese Bereiche entsprechende Maßnahmen ergreifen, sei es entsprechende Beratungsleistung zu konsumieren oder entsprechende Standardlösungen einzusetzen. Gerade in Österreich sollte der Datenschutzbeauftragte anders als früher vielleicht nicht der Betriebsrat oder eine Person sein, die das noch neben dem Rahmen ihrer eigentlichen Tätigkeit tun kann. Es sollte eine Person sein, die dieses ausschließlich oder zumindest zu einem Gutteil ihrer Tätigkeit tut, denn Datenschutz ist einfach eine sehr, sehr wichtige Maßnahme und ein sehr wichtiger Beruf innerhalb der Unternehmen, eine Berufung möchte man fast sagen. Der Grund, warum bisher so wenige Unternehmen sich entsprechend auf die EU-Datenschutzgrundverordnung vorbereitet haben, ist, dass Tools fehlen, die man im Alltag sofort und einfach benutzen kann. Zum Beispiel ein Tool zum Verwalten des Verzeichnisses der Verfahrenstätigkeiten oder ein Tool für EU-datenschutzkonformes Kontaktmanagement. Noch herrscht bei Unternehmen weitgehend Verunsicherung durch die EU-Datenschutzgrundverordnung. Profitieren wird, wer diese als Chance begreift und frühzeitig entsprechende Wettbewerbsvorteile aufbaut.